know our pain and die alone. What of a king would leave his throne to give my orphaned heart a home? To give my orphaned heart a home. So my soul will sing amazing grace that saved a wretch like me. To the cross you bore my crimson sin and died to set me free. So my soul compares to yours. We are in desperate need of more. You deserve my life and my song. You hung in my place. Compares to yours.
I was lost and you found me. I was broken and you healed me. You brought me out. You brought me out. I was lost and you found me. I was broken and you healed me. You brought me out. You brought me out. I was lost and you found me. I was broken and you healed me. You brought me out. You brought me out. I was lost and you found me. I was broken and you healed me. You brought me out. You brought me out. You brought me out. Geht es euch? Wunderbar. Ah, ich sehe, die Fleischhauer sind da, gell? Oh, die haben Mallorca mitgebracht. Wunderbar. Wir freuen uns. Wie war's? Amen. Viel Segen zurückgebracht? Zu viel Segen? Wir freuen uns immer an viel Segen. Ja, ich hoffe, es geht euch alle gut. Amen. Mir geht auch sehr gut. Nur ein bisschen in der Anarbeitung beruflich. Es frisst sehr viel Zeit, merkt man. Sehr viel Zeit. Aber wir schauen, wir bewegen uns langsam, Schritt für Schritt vorwärts. Amen. Ja, willkommen in unserer Gebetsabend. Die Frau Nakash ist auch da, gell? Die strahlt so. So. Das passiert, wenn man den Mann besucht. Man kommt strahlend zurück. Ist etwas dort passiert? Halleluja! Ehre sei den Herr! Und wir segnen unseren Bruder Nakash. Hat mich auch heute angeschrieben. Wir dürfen für ihn beten. Amen. Wir dürfen beten, beten, beten. Ha. Wir haben Lust zu beten. Amen. Ich habe so viel Lust zu beten, so viele Pläne. Aber die Frage, wie gehen wir mit den Plänen durch? Am Samstag sind wir hier morgen um 9 Uhr. Wo wir auch beten werden und füreinander beten. Amen. Ich möchte durch diese Gebetszeit
uns an Gebet gewöhnen. Denn wenn du berufen bist zu dienen mit dem Herrn, der Dienst, jeder kann predigen, aber jeder kann nicht beten. Jeder kann predigen, jeder. Du kannst ein Fest nehmen, daraus ein Predigt machen. Du kannst innerhalb von einer Stunde ein Predigt schreiben. Aber Gebetsleben, nicht jeder kann beten. Es ist sehr wichtig, dass wir durch diese Zeit, die wir hier ins Gebet verbringen, dass wir uns daran gewöhnen, vor den Herrn einzutreten. Denn Gebet hat mit Sehen, mit Hören, mit Spüren, mit Reden. Wenn wir beten, unsere fünf Sinne sind aktiv ins Gebet. Fünf Sinne sind aktiv. Amen. In Lesung des Bibel, die Augen öffnen sich, die Augen des Herrn, damit wir sehen und verstehen. Aber ins Gebet, deine Sinne sind aktiv. Amen. Ich habe eine Lehre bei der Französin gestartet gestern. Es geht um das Thema, was war? Die Gemeinde und das Krieg der Thronen. Der Krieg der Thronen. Ne? Wir wissen, es gibt jetzt einen Kampf zwischen Thronen. Die Throne der Finsternis und die Throne des Lichtes. Wir sind Könige, oder? Wir haben unsere Throne. Und Jesus ist der König der Könige. Wo sitzt Jesus Christus? Auf dem Thron Gottes. Aber hier auf der Erde ist er auch. Wo sitzt er? In unseren Herzen. Dein Herz ist der Thron Gottes. Amen. Dein Herz. Gott thront in mein Herz. Gott wohnt in mein Herz. Wo Gott wohnt, als König der Könige, dort gibt ein Thron. Und das Ziel des Satan, genauso wie er versucht hat, seinen Thron auf den höchsten Berg zu setzen, er möchte auch seinen Thron in dein Herz. Das ist sein Ziel. Deswegen ist ein Krieg entstanden. Deswegen ist ein Krieg gestartet. Wir sind in den letzten Zug des Krieges. Es ist ein gewaltiger Krieg zur Zeit gegen alle, die Satan nicht als Herrscher haben. Es ist ein gewaltiges Krieg. In diesem Krieg sind alle Schläge erlaubt. Alle Schläge. Und der Feind führt ein schmutziges Krieg gegen die Gemeinde. Wenn ihr das Buch von Judas liest, ihr werdet merken, irgendwo, Judas redet über die Infiltration der Gemeinde. Die Gemeinde steht unter Infiltration. Wir sind infiltriert. Und es ist eine meiner Prediger, die ich halten werde nächste Woche, Samstag in Belgien, bei der Prophet Elisee. Wir haben ein Seminar hier am Samstag nächste Woche von 10 Uhr bis 17 Uhr. Wir fahren am Freitagabend. Wenn jemand mitgehen möchte, ist offen. Wir haben geplant, Freitagabend und entweder Samstagabend nach dem Seminar oder Sonntag um 5 Uhr loszufahren, damit wir hier sind. Jeder ist frei. Wir werden teilweise auf Englisch übersetzen, falls einige mitkommen. Das Krieg der Thronen. Wir werden sehen, dass Satan einen Krieg gestartet hat im 4 und 5 Bereich der Gemeinde. Das werden wir vielleicht diesen Donnerstag hier hören. Und wir werden erkennen, wie wichtig es ist, dass die Gemeinde ausgeübt wird im Kampf. Amen. Denn es ist ein Kampf, entweder kämpfst du und erringest du den Sieg oder kämpfst du nicht und du wirst besiegt. Amen. Du hast keine Wahl in diesem Kampf. Wenn du nicht kämpfst, du wirst bekämpft. Wenn du kämpfst, du wirst bekämpft. Amen. Wenn du nicht kämpfst, du wirst bekämpft. Wenn du kämpfst, du wirst immer bekämpft. Satan wird dich so lange bekämpfen, bis er dich kriegt. Das ist seine Hoffnung, dass er schafft, seinen Thron in dein Herz zu legen. Dass er schafft, dir sein Programm. Wisst ihr, wenn du deinen Computer kaufst, in diesem Computer muss ein Betriebssystem installiert werden. Aber der Betriebssystem reicht dir nicht, um alles zu tun, was du möchtest. Du musst bestimmte Programme im Computer installieren, um Steuer zu machen, um das Haus zu automatisieren und so weiter. Und genauso Satan bringt dir seine Gedanken, um dich zu formatieren, damit du anfängst, ein Werkzeug Satan zu werden. Genauso, wenn Gott in dir kommt, Gott möchte, dass seine Gedanken in dir
sich bewegen, damit er durch dein Leben in der Lage ist, seine Programme auf der Erde zu tun. Gott braucht dich, um seine Programme auf der Erde zu tun. Gott braucht den Menschen. Wir haben vor kurzem gesagt, Geister können sich nicht auf der Erde bewegen. Die Erde wurde nicht geschaffen für Geister. Die Erde wurde geschaffen für Menschen. Gott selbst kann sie nicht auf der Erde bewegen, weil die Bibel sagt, Gott ist Geist. Deswegen musste er als Mensch kommen, um die Menschheit zu erretten. Wenn Gott als Geist gekommen wäre, um die Welt zu erretten, hätte er nicht geschafft. Denn die Welt, die Erde hat Gesetze und Gott hat diese Gesetze geschaffen und Gott respektiert diese Gesetze. Und deswegen, die Welt der Finsternis, um sich auf der Erde zu bewegen, die brauchen Menschen. Die Welt Gottes, damit Gott sich auf der Erde bewegt, Gott braucht Menschen. Amen. Und Menschen, gedenkt daran, Jesus sagt, ich bin die Tür. Amen. Jesus ist die Zugangstür zum Himmel. Genauso wie Jesus die Zugangstür zu Gott ist, wir sind die Zugangstür auf der Erde. Das bedeutet, wenn Gott sich bewegen möchte auf der Erde, er muss durch uns als Tür. Wenn Satan sich auf der Erde bewegen möchte, er braucht Menschen, die böse Eigenschaften haben. Ohne diese böse Eigenschaften kann Satan sich nicht in dir und durch dich bewegen. Amen. Deswegen sagt die Bibel, seid gleichgesinnt wie Jesus Christus. Ohne die Gesinnung und die Eigenschaften der Himmel in dir, kann der Himmel sich nicht mit dir bewegen. Und genauso, wir sind in Mannheim als Gemeinde, wir sind das Tor der Himmel in Mannheim. Amen. Solange wir uns gemäß Gott bewegen, wir sind das Tor der Himmel in Mannheim. Es muss uns bewusst sein, dass Engel sich nur in Mannheim bewegen können, wenn eine Gemeinde erkennt, dass sie ein Tor ist. Schau mal, als Gott nach Sodom und Gomorra ging, um dort Sodom und Gomorra zu zerstören. Wo war Lot? Lot war am Tor, am Eingang der Stadt. Wir können sagen, Lot hat den Zugang der Stadt an den Engel gewährt. Er hat die genommen, er hat die bis an den Tor seines Hauses gebracht. Und die haben sogar bei ihm übernachtet. Amen. Wir als Gemeinde, solange wir nicht erkennen, dass Gott nicht die Gemeinde geschaffen hat, um Programme auszuführen, um Menschen zu, Menschen zu gestalten, nicht zu gestalten, sondern unterhalten, danke. Solange die Gemeinde nicht erkennt, dass wir nicht geschaffen wurden als Gemeinde, um Menschen zu unterhalten, wir werden nicht in der Lage sein, das Tor der Himmel in Mannheim, in Heinecker oder in Deutschland zu sein. Gott möchte, dass Menschen diese Erkenntnis haben. Und wenn du diese Erkenntnis hast, deine Gebetsarten, die Art, wie du dich im Gebet bewegst, werden sich verändern. Amen. Deine Programme werden sich verändern. Denn du weißt, es ist dir bewusst, Gott braucht uns. Gott braucht mich, um etwas in Mannheim zu bewegen. Gott braucht die Gemeinde, um etwas in Deutschland zu bewegen. Aber diese Gemeinde soll eine Gemeinde, die kompromisslos ist. Sie soll eine Gemeinde, die saubere Kleider hat. Es soll eine Gemeinde, die eine Zunge hat, gemäß des Wort Gottes. Eine Gemeinde, die in der Lage ist, die Stimme Gottes zu hören, die Programme Gottes zu erkennen, die Wege Gottes zu sehen, die Pläne Gottes zu erkennen und auszuführen. Amen. So eine Gemeinde wollen wir sein. Wir wollen sagen, Herr, hier sind wir als Zugangstür auf Erde. Benutzt uns, wie du möchtest. Herr, ich gebe dir das und jenes, meine Fastezeit, meine Gebetszeit, damit du durch mich deine Programme ausführst. Es soll keine Gemeinde sein, die immer die Zeit verbringen, Herr, wir brauchen das. Herr, wir wollen neue Klimaanlage. Herr, wir wollen neue Geräte. Herr, wir wollen Jobs. Wir wollen Geld. Wir wollen nein. Unsere erste Gesinnung soll, Herr, dein Reich soll gebaut sein in Mannheim. Herr,
Gib uns Rhein-Neckar, gib uns Neckarstadt West, gib uns Neckarstadt Ost, Herr, gib uns, wo die Drogendealer am meisten unterwegs sind. Gib uns, Herr, wir wollen dein Reich dort sehen. Amen. Wenn solche Gesinnung in der Gemeinde ist, es wird ein sehr großer Durchbruch stattfinden. Denn Gott schaut auf der Erde, seine Augen durchstreifen Mannheim, Deutschland, und er sieht Elend, Not, er sieht Seelen, die sterben, ohne Gott zu kennen. Er sieht Gemeinden, die beschäftigt sind, ihre Wanderprogramm zu organisieren, ihre Feier zu organisieren, aber die Gemeinde hat keine Zeit zu fasten. Die Gemeinde hat keine Zeit, vor Gott zu stehen und sagt, Herr, was hast du vor? Was sind deine Pläne? Was willst du mit Deutschland erreichen? Wie ist die Stellung Deutschlands über die Nationen? Du sollst einen Punkt in deinem Leben erreichen, wo du dich vergisst in deinem Gebet. Mose hat sich vergessen, wo du dich vergisst. Wo deine Gesinnung, die Gesinnung Gottes, wo deine Pläne, die Pläne Gottes sind, wo du, wisst ihr, wo das Reich deines Vaters an erster Stelle deines Lebens kommt. Wo du Strategie denkst, wie können wir, Herr, gemeinsam dein Reich bauen? Wie können wir Seele erreichen? Wie können wir Menschen zur Heilung führen? Wie können wir das? Wenn du das Geschichte von Daniel, es gefällt mir diese Geschichte, von Daniel Kapitel 7 bis 10, du wirst merken, keiner ist zu Daniel gekommen, hat Daniel gesagt, Daniel, du sollst fasten. Schau mal, Daniel Kapitel 1, er war ein junger Mann, ein junger Knabe, weniger als 14. Er kommt in Babylon, er war in Gefangenschaft mit ganzen Israel. Und der König sagt, fütter diese Söhne, diese jungen Leute mit das Essen, was auf dem Tisch der König ist. Daniel sagt, nein, nicht, ich will das nicht. Ich möchte 10 Tage lang nur, Gemüse essen. 10 Tage lang, ich möchte Gemüse. Daniel, Abednego, Meshach und Shadrach. 10 Tage lang haben sie nur Gemüse gegessen. Es war der Eintritt Daniel in der übernatürliche Welt. Er wusste, ich bin in ein fremdes Land und ich kann nicht anfangen zu leben in ein fremdes Land, wenn ich mich verstopfe mit Speisen. Es gibt Leute, die müssen unbedingt 3 Mahlzeiten pro Tag. Es gibt Leute, die müssen essen. Nein, wenn du geistig dich bewegen möchtest, du musst nicht essen. Wenn du geistig durchbrechen möchtest, du musst nicht essen. Es gäbe Zeiten, wo Gott dir einfach deine 3 Mahlzeiten wegnimmt. Er gibt dir nur 1 Mahlzeit pro Tag. Es gäbe Zeiten, wo Gott dir sagt, du hast gefrühstückt, aber ich möchte, dass du den ganzen Tag so bleibst. Warum? Dein Körper muss gewöhnt sein, durchzubrechen in der Übernatürliche. Ich habe gelernt, wenn dein Körper gewöhnt ist, nicht viel zu essen, du hast sehr einfach im Geist durchzubrechen. Du hast sehr einfach durch den Himmel durchzudringen. Du hast sehr einfach im Geist Erkenntnis zu haben. Aber jemand, der ständig am Essen, der 3 Mahlzeiten, es ist schwer. Wirklich schwer. Schau mal, Daniel, nachdem er 10 Tage Gemüse gegessen hat, was für Segen über sein Leben. Es gab keine, Gott hat ihn mit Weisheit, Gott hat ihn mit Erkenntnis, Gott hat ihn mit allem Möglichen. Und er war weiser als alle Sterndeuter in Babylon. 10 Tage Gemüse. Warum hat Gott ihm das so gegeben? Denn sein Herz war schon eingestellt. Nicht ausgerichtet auf ihn selbst, nein, auf Gott. Seine Gesinnung war das Volk Gottes. Seine Gedanke war die Errettung Israel. Deswegen, man sieht Daniel in der Nähe von der Könige, seine Bewegungen waren anders wie andere Israeliten. Und es passiert etwas. Irgendwann merkt Daniel, die Zeit der Gefangenschaft ist vorbei. Aber der König wird einfach nicht kommen und sagen, ja, die Zeit, wo ich euch halten sollte, ist vorbei. Geh. Habt ihr Pharao gesehen, der gesagt hat, Israeliter, 430 Jahre hatte Gott gesagt, ihr dürft jetzt gehen.
Ist es so passiert? Nein. Als Mose kam und sagte, Gott hat gesagt, was sagt Pharao, wer ist dieser Gott? Ich kenne ihn nicht. War nicht Gott mächtig, Israel innerhalb von einem Tag freizulassen? Wie lange hat gedauert? 10 Plagen. Wenn man sagt, okay, pro Woche eine Plage. Oder pro Monat eine Plage. 10 Plagen. Das bedeutet 10 Monate. Vielleicht 10 Jahre sogar. Das hat gedauert. Aber war Gott nicht mächtig, um zu sagen, ich setze euch frei innerhalb von einem Tag? Gott war mächtig. Aber was für Lehre steckt da hinten? Was für Lehre steckt da hinten? Daniel betet. Er fastet 21 Tage. Aber schau mal, Daniel fastet und während er am Beten ist, der Himmel geht offen und der Engel Gabriel wird geschickt. Das zeigt uns, wie effizient ein Gebet ist, sein kann. Wie effizient, wie stark das Gebet der Gerechte ist. Ab dem Moment, der Engel sagt, ab dem Moment, wo du im Herz hatte zu beten, ich wurde geschickt. Hat jemand gesagt, ah Daniel, die Gemeinde fastet, du musst fasten. Nein, Daniel hat im Herz, er trug das, die Last Gottes im Herz. Er trug, er war nicht egoistisch, diese egoistische Gebet. Nein, er wollte sehen, dass Birgit leuchte, dass Shaio leuchte, dass Jonas leuchte, dass Beruschka leuchte. Er wollte sehen, Herr, meine Schwester müssen stark im Dienst. Herr, ich möchte fasten, dass aus meiner Schwester und Brüder her starke Männer und Frauen Gottes werden. Das war seine Gesinnung. Seine Gesinnung war nicht, Herr, ich möchte der starke Mann Gottes. Ich möchte allein durchbrechen. Nein, er war ausgerichtet, der Daniel, dass das Volk Gottes aus der Gefangenschaft kam. Und solange unsere Gebete diese Art egoistische Gebet sind, mein Auto, mein Haus, mein, Gott wird nicht in der Lage sein, sich in der Nation zu bewegen. Gott braucht Menschen, die schauen, Herr, der Zustand Deutschland ist nicht gut, aber ich habe Hoffnung. Gott wird große Dinge in Deutschland machen. Gott wird Propheten, Apostel, Gott wird junge Männer und junge Frauen in Deutschland erwecken, die diese Nation in ihre Bestimmung führen wird. Er ist in der Lage, das zu machen. Aber Gott sucht nach Männern und Frauen, die sich hingeben werden. Es gab einen Mann, er sagte, meine Faste wird mein Bett. Ich schlafe nicht ein Jahr auf ein normales Bett, am Boden, ein Jahr lang. Das war sein Fasten. Er hat auf Boden geschlafen, auf Boden geschlafen, ein Jahr lang und gebetet und gebetet und gebetet. Er wollte Durchbruch in seine Stadt sehen. Er wollte Durchbruch in seine Nation. Es gibt keine Erweckung oder keinen Durchbruch ohne Preis. Es gäbe Leute, die den Preis bezahlen sollen. Es gäbe Gemeinden, die sich Opfer werden, damit Durchbruch stattfindet in der Nation. Warum ist es so? Leute, wenn wir sagen, ach, du übertreibst, Gott ist doch groß, Gott kann noch Wunder tun. Ja, er kann gut Wunder tun, aber Gott hat Regeln. Und Nationen haben Regeln. Gott sagte an Josua, den Boden, wo du mit deinen Füßen trittst, ich gebe dir diesen Boden. Josua ist nach Kanaan gegangen, Gott hat gesagt, das Land gehört mir. Wenn er so gedacht hätte, wäre er tot. Josua ist in Kanaan eingedrungen, aber mit Gewalt, mit Krieg. Um das Land zu erobern, er sollte die Amoriter, die Gigasiter, die Jebusiter komplett ausrotten. Es gab Krieg. Und wir denken, wir als Gemeinde, wir kommen in Mannheim, es wird große Erwägung, Durchbruch in Mannheim geben, Durchbruch in Rhein-Neckar geben, ohne dass wir bereit sind zu kämpfen. Ohne dass wir bereit sind, den Boden, wir müssen den Boden erkaufen durch das Blut des Lammes. Wir müssen an den Boden Mannheim sagen, Boden, ein Blut ist geflossen worden. Und diese Blut rede für die Seele in Mannheim. Und wir als Botschafter Jesus Christus, wir verlangen, dass, Halleluja, dass jede Seele in Mannheim freigesetzt wird. Der Fürst Mannheim wird kommen und sagen, Tabernacle Church. Wer seid ihr, und in Mannheim zu kommen und sagen, die Seele, ihr sollt euch die Seele freisetzen?
Es gibt eine Zeit hier, wo einige von euch Träume, Visionen haben werden, wo die den Fürstmann begegnen werden, wo die der Fürstreiniger begegnen werden, der sagen wird, wer seid ihr, Tabernacle Church? Ihr stört in dieser Stadt. Versteht ihr? Dieser Fürst wird euch sagen, ihr habt keine Anrechte hier zu kommen, Seele zu holen. Es ist ein Kampf. Aber die Antwort wird sein, Jesus Christus vor 2000 Jahren ist sein Blut geflossen, damit Mannheim, damit Rhein-Neckar errettet wird. Deswegen du fürs Rhein-Neckar, wir gebieten dir, wir geben dir eine Woche, die Seele, die Gott gehören, frei zu lassen. Das nennt man geistlicher Kampf. Und das ist, was Daniel im übernatürliche Welt. Daniel ist durch Fasten und Gebet in der übernatürliche Welt gegangen, um die Tür zu öffnen, damit die Engel reinkamen. Und er hat die Tür geöffnet. Daniel hat die Tür von Babylon geöffnet. Und der Engel Gabriel kam in Babylon. Am Eingang der Tür, der Fürst Babylon, der Fürst Persien sagt ihm, wer hat dir erlaubt, in mein Land reinzukommen? Der Fürst Babylon hat den Engel Gabriel gehalten. Wie viele Tage war das? 21 Tage wurde er gehalten. 21 Tage, ein Engel Gottes wird von einem Fürst gehalten. Es sind Sachen, die unvorstellbar in der menschlichen Verstand. Aber wenn du in geistlich unterwegs bist, du wirst verstehen, es ist ernste Sache. Und Daniel hat gebetet. Und dann durch das Gebet, Daniel, ist ein Engel, der Chef, der Michael, kam und befreite Gabriel. Und so könnte Gabriel durch das Land marschieren. Dein Gebet führt dazu, dass Engel durch das Land marschieren. Glaub mir, liebe Geschwister, solange wir hier beten, ihr werdet merken, irgendwann Kriminalität stopp in Neckarstadt aus. Kriminalität stopp hier. Ihr werdet merken, etwas passiert, ist am passieren in Mannheim. Nur die Gemeinde muss in Einheit beten, um das zu provozieren, um das zu deklarieren, um das zu erlauben in der Nation. Die Gemeinde. Der Satan wird alles tun, damit Tabernacle Church nicht mit CVJM, nicht mit CZM, nicht, dass wir nicht gemeinsam arbeiten. Der Feind wird alles tun, damit keine Einheit entsteht. Denn er weiß, Tabernacle Church ist Mose, der die Hände hoch hat. Aber die Mose braucht Aaron, Mose braucht Ur, der die Hände trägt. Deswegen, es gibt bestimmte Kämpfe, die du nicht allein meistern kannst. Es gibt bestimmte Kämpfe in deiner Familie. Du kämpfst, du merkst, du kommst nicht vorwärts. Du rufst ein, zwei Brüder. Einer will 2000 schlagen, der andere will 10.000 schlagen. Ihr werdet zusammen durchbrechen. Denn in der geistlichen Welt steht geschrieben, wo zwei sich einigen. Was passiert? Wo zwei sich einigen. Wenn du merkst, in deiner Ehe, schwierige Situation, du kommst nicht durch, ruf zwei Brüder, Schwestern, die stark im Geist sind, die nicht emotional unterwegs, die geistig unterwegs sind, die im Geist sehen können. Denn Leute, die im Geist wandeln, sehen im Geist. Die hören im Geist, die spüren im Geist, die brechen durch im Geist. Wisst ihr das? Während du am Beten bist, dein Geist ist im geistlichen Welt unterwegs. Wisst ihr das? Während du am Beten bist, du bist ein geistlicher Mensch. Warum gehst plötzlich deine Augen offen, du sagst, ich sehe Engel hier. Warum gehen deine Augen plötzlich auf, du sagst, der Herr ist unterwegs, weil dein Geist in Einheit mit dem Geist Gottes ist. Dein Geist in Einheit mit dem Geist Gottes ist. Und wo der Geist Gottes sich bewegt, wir sehen, wir hören, wir spüren und wir proklamieren die Geheimnisse der Geister. Während du in Zunge betest, du proklamierst die Geheimnisse des Geistes. Halleluja. Ich möchte uns in eine Richtung beibringen, dass wir bestimmte Sachen verstehen, warum wir hier sind. Amen. Wir sind nicht hier einfach, um zu beten, um Autos zu haben. Wir sind nicht hier beten, um zu beten, Herr, gib mir einen Ehemann, eine Ehefrau. Nein, ich bin hier zu beten, dass Gott gib uns Mannheim, gib uns Rhein-Neckar, gib uns Deutschland, gib uns die Nationen Europa, gib uns, öffne uns die Tür der Welt, damit wir deine Visionen weiterbringen. Denn viele brauchen Freiheit. Viele brauchen Freiheit.
Viele brauchen Erkenntnis. Was hat Jesus als Mission von Gott bekommen? Lukas 4, 18 bis 19. Die Blinde die Augen zu öffnen. Die Verkettet zu befreien, die Gefangene freizusetzen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Dass Gefangene befreit werden, dass die Blinde sehen, dass die Lämmer laufen, dass die Tote erweckt werden, dass wir durchbrechen als Gemeinde. Und schau mal, jedes Mal, wo der Geist Gottes in Bewegung mit der Gemeinde war, die Bibel sagt, es entstand Menschen, es entstand Gottes Furcht in der Nation. Gottes Furcht. Wo siehst du Gottes Furcht in Mannheim? Rede mal über die Gemeinde in Mannheim. Leute werden auslachen. Warum? Weil die Gemeinde keine Kraft hat. Die Gemeinde ist fast tot. Die Gemeinde läuft nicht in Einheit. Wo sind die Dienste? Wo sind die Dienste? Sag, Herr, gib mir meinen Dienst. Offenbart mir meinen Dienst. Ich möchte in meinen Dienst eintreten, Herr. Ob ich Apostel, Propheten, ob ich Evangelisten, Lehrer, Pastoren, die Dienste. Es ist die Zeit, wo Deutsche auch nach Diensten streben. In Afrika strebt jeder nach Dienst. In Asien strebt jeder nach Dienst. In Amerika, du hast Tausende von Aposteln, Tausende von Propheten. Aber in Europa, Leute streben nicht nach Dienst. Leute streben kaum nach Diensten. Wenn du jemanden fragst, was ist dein Dienst? Ich weiß nicht. Was ist deine Berufung? Ich weiß nicht. Du bist kein Sonntag Gottes. Du bist kein Sonntag Gottesdienst, Besucher. Du bist hier, um ausgebildet zu werden, ein Jünger zu werden und in Auftrag Gottes unterwegs zu laufen. Das ist dein Auftrag. Du bist berufen, du und deine Familie, Gott zu repräsentieren, überall wo du gehst. Du bist berufen, du mit deiner Familie, die Werke der Finsternis zu sagen, wo es lang geht. Du bist berufen, Satan zu sagen, wir haben das Sagen auf der Erde. Denn bevor Jesus gekreuzigt wurde, hatte Satan die Herrschaft auf der Erde. Er war der Fürst der Welt. Deswegen sagt Jesus, der Fürst dieser Welt, komm, es gibt nichts von ihm in mir. Aber ab dem Tag, wo Jesus ihn besiegt hat am Kreuz Golgatha, wo Jesus ihn entmachtet hatte, ab diesem Tag ist er nicht mehr der Fürst dieser Welt. Wir regieren, Halleluja. Wir Christen, wir regieren. Und wir dürfen regieren. Wir regieren noch nicht so in der Sichtbaren. Wir sind erstmal in der Unsichtbaren unterwegs. Aber wenn du das Unsichtbare hast, du regierst das Sichtbare. Amen. Amen. Bist du überzeugt? Strebst du danach, mehr von Gott zu haben? Strebst du danach, durchzubrechen? Gott sieht nicht, wie alt du bist. Ob du 10 Jahre alt bist, Gott kann mit dir durchbrechen. Samuel war ein junger Knabe. Jeremia war ein junger Knabe. Es gibt keine Ausrede. Hannah war eine alte Prophetin. Aber die Gebete Hannah hat der Ankunft der Messias vorbereitet. Die Gebete Hannah hat die Tür der Messias geöffnet. Die Gebete, so ein Simeon auch, hat die Tür der Messias geöffnet. Gott braucht immer Leute, die beten, den Weg vorzubereiten auf der Erde. Das beweist, ohne diese Menschen, die ihre Leben opfern, damit der Weg offen geht, bewegt sich nicht. Schau mal jedes Mal, wo ein Erretter kam. Was ist passiert? Blockade, Blockade, Blockade. Satan geht und tötet alle Erstgeborenen. Warum? Weil er sieht, ein Messias kommt. Der Satan sah, dass in deine Familie jemand kommen wird, um die Familie zu erretten. Um Menschen zu erreden, was macht er? Er fühlt deine Eltern, dich abzulehnen. Er fühlt deine Mutter, Abtreibung, Gedanken zu haben. Er fühlt deinen Vater zu sagen, ey, dieses Kind will ich nicht. Ab diesem Moment ist Ablehnung über dein Leben. Er fühlt deine Eltern, sich zu scheiden. Scheidung zerstört die Bestimmung der Kinder. Wisst ihr das? Scheidung zerstört die Bestimmung der Kinder. Weil durch Scheidung kommt der Geist der Ablehnung, kommt Satan und kontrolliert die Familie. Denn Gott hat nicht die Familie geschaffen, um sich zu scheiden. Deswegen passiert sehr viel Scheidungen in der Gemeinde. Wir lehnen das ab. Wir werden keine Scheidung hier erleben. Namen Jesus Christus. Jesus wird die Ehe hier führen und die Pläne Satan, um Christen in Scheidung zu führen, wir lehnen das ab. Es wird keine Homosexualität in der Gemeinde Gottes in Deutschland mehr. Das ist vorbei. Wir lehnen das ab als Gemeinde.
Wir haben Vollmacht, das abzulehnen. Unsere Kinder werden sich nicht scheiden lassen von Generation zu Generation. Die Ehe werden bestehen. Leute denken, es gibt keine Ehe mehr, die 20, 30, 40 Jahre, 50 Jahre, es ist vorbei. Nein, wir lehnen das ab. Das ist nicht der Weg Gottes. Die Ehe werden bestehen. Halleluja. Bis zum Rückkehr Jesus Christus. Das sind die Pläne Satan und wir als Gemeinde, wir sollen dagegen eintreten und das Gegenteil proklamieren und deklarieren, wir sind die Gemeinde Gottes, wir sind geschaffen, um durchzubrechen, wir sind geschaffen, um erfolgreich zu sein, wir sind geschaffen, um die Werke Satan zu zerstören, genauso wie Jesus. Es steht geschrieben, der Sohn Gottes ist erschienen, um die Werke Satan zu zerstören. Deswegen, er hat uns diese Vollmacht gegeben gegen Schlange und Skorpionen. Wann war das letzte Mal, wo du gegen Schlangen und Skorpion getreten bist? Wir haben diese Vollmacht bekommen. Halleluja. Wenn du bis jetzt gedacht hast, die Gemeinde ist ein Club, wo man kommt, um sich zu unterhalten, diese Gedanken lehnen das ab. Diese Zeit ist vorbei. Die Gemeinde ist ein Schlagfeld. Die Gemeinde ist ein Ort, wo man die Werke Satan erkennt an Menschen, wo man Dämonen erkennt, wo man Schlange erkennt, wo man Verführung erkennt, wo man Manipulation erkennt, wo man Lüge erkennt, wo man Isabel erkennt und wo man sagt, jetzt Geist der Isabel, geh raus, du hast nichts in der Gemeinde Gottes zu suchen. Wenn wir Menschen einfach so lassen mit allen Geistern, ich gebe uns nicht lange, wir werden nicht überleben. Entweder werden wir irgendwann in Kompromisse leben oder wir werden sterben. Aber die wahre Gemeinde Gottes wird bestehen. Und wir sind da, um zu beten, dass die wahre Gemeinde Gottes in diese Nation aufsteht und leuchtet. Wie die Bibel sagt, wach auf. Und seid erleuchtet, dass die Gemeinde aufweckt, dass die Gemeinde ihre Stellung nimmt, dass die Gemeinde in Krieg einzieht, um Seele aus der Not zu holen, um Seele zu reinigen. Es gibt so viel emotionale, verletzte Leute in der Gemeinde. Die Aufgabe ist sie, die wieder aufzubauen, damit die geistlich erscheinen. Denn die Bibel sagt, Gott ist Geist und wir sollen auch im Geist wandeln. Amen. Wir stehen auf in der Gegenwart Gottes. Amen. Ich möchte, dass wir zwei Texte lesen. Erster Text, Psalm 91. Ihr kennt das, aber ich habe gelernt, in diesem Psalm steckt sehr viele Geheimnisse. Amen. Psalm 91. Wir lesen gemeinsam. 3, 2, 1. Wer unter der Schirme des Höchsten sitzt, der bleibt unter der Schatten des Allmächtigen. Versteht ihr? Ich möchte, dass ihr liest und versteht, was da. Wenn jemand die Bibel nicht hat, geht neben jemand, der die Bibel hat. Ich möchte, dass wir mit unseren Augen auch mitlesen. Wenn Bibel noch im Raum sind, verteilt die Bibel, bitte. Ich möchte, dass wir gemeinsam lesen. Amen. Halleluja. Halleluja. Wir lesen alle, jeder öffne seine Bibel und wenn wir lesen. Amen. Psalm 91. Wenn ihr bereit seid, sagt Bescheid. Halleluja. 3, 2, 1. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf dem ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Amen. Wir stoppen erstmal da. Wenn wir diesen Text lesen, es betrifft die Gemeinde. Und es ist wirklich viel Wahrheit in diesem Text. Er wird uns retten von Dingen, die wir nicht mit menschlichen Augen sehen, aber die in der übernatürlichen Welt passiert und die gegen uns gerichtet sind. Amen. Es sind Sachen, die gegen uns gerichtet sind. Und Gott möchte, dass wir Erkenntnis haben und dass wir die Stellung nehmen und dass wir die Waffenrüstung nehmen gegen diese Werke, die gegen uns gerichtet sind. Halleluja. Ja, Vers 4. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seine Flügel wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor dem Pest, die in Finstern schleicht,
vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechte, so wird er doch dich nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen, wie der Gottlose vergolten wird. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht, den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deiner Zelle sich nahen. Denn er will seine Engel deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf alle deine Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den jungen Löwen und den Drachen zertreten, weil er sich an mich klammert. Darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruf er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Psalm 64. Psalm 64. Halleluja. Psalm 64. Seid ihr dabei? 3, 2, 1. O Gott, höre meine Stimme, wenn ich seufze. Behüte meine Seele, wenn der Feind mich schreckt. Verbieg mich vor dem Geheimrat der Bösen, vor der Rote der Übeltäter, die ihre Zunge geschärft haben wie ein Schwert, die mit giftigen Worten zielen wie mit Pfeilen, um damit heimlich auf den Unschuldigen zu schießen. Plötzlich schießen sie auf ihn ohne Scheu. Sie ermutigen sich zu einer bösen Sache, verabreden sich heimlich Schlingen zu legen. Sie sagen, wer wird sie sehen? Sie ersinnen Tücken, wir sind fertig, ersonnen ist der Plan. Und das Innere eines jeden, ja, sein Herz ist unergründlich. Aber Gott schießt einen Pfeil auf sie. Plötzlich werden sie verwundert und ihre eigenen Zungen bringen sie zu Fall, so dass sich jedermann entsetzt, der sie sieht. Da werden sich alle Menschen fürchten und sagen, das hat Gott getan. Und erkennen, dass es sein Werk ist. Der Gerechte wird sich freuen im Herrn und auf ihn vertrauen. Und alle aufrichtigen Herzen werden sich glücklich preisen. Halleluja. Ja, wir wollen beten. Ich möchte, dass du anfängst, deine Stimme zu erheben und sagen, Herr, ich habe das Wort gelesen, ich vertraue dir. Lass dich einfach führen. Erheb die Stimme und bete im Namen Jesus Christus. Halleluja. Vater, wir preisen, Monitor, wir preisen dich im Namen Jesus Christus. Wir danken dir für deine Werke in diesem Ort. Wir danken dir, Vater, dass du uns versammelt hast. Du sagst in dein Wort, wo zwei oder drei sich in deinem Namen begegnen. Du bist mit unter ihnen, Vater. Wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist. Wir danken dir, Vater. Du sagst in dein Wort, betet, ihr werdet empfangen. Suchet, ihr werdet finden. Klopft an, es wird euch geöffnet. Im Namen Jesus Christus, Vater. Wir danken dir, Halleluja. Wir preisen deinen Namen, Halleluja. Danke, dass du uns versammelt hast, Halleluja. Wir danken dir, dass wir zu deinem Rat gehören, Halleluja. Mare bakata rabare bosha me canto robo bobo shete rebe kariasa me canta reba karia santo robo koriosha me canta rebe keria baba baba ba e canto reba santa reba canto rebo she ma se teriba kare baba baba ba ehre sei der name des herrn ehre sei der name des herrn ehre sei der mächtige halleluja ehre sei der herr der herrscher halleluja Wir danken dir, dass du uns in diese Nation eingepflanzt hast. Gott hat dich in diese Nation eingepflanzt. Gott hat dich in diese Nation ersehen. Gott hat dich in diese Nation berufen, um seine Werke zu tun. Halleluja, Vater, wir nehmen unsere Dienste an. Wir nehmen unseren Ruf an. Du hast uns berufen und wir sagen ja. Du hast uns ersehen, Vater, vor der Grundlegung der Welt, Herr. Du hast uns Mannheim gegeben. Du hast uns Rhein-Neckar gegeben. Du hast uns Deutschland gegeben. Du hast uns die
Nationen in die Hand, in die Hände gelegt. Denn es steht geschrieben, die Grundfeste der Welt steht in deine Hände. Wir danken dir, Vater. Wir preisen dich, Herr. Es steht geschrieben, Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn geschickt hat, damit wer an ihn glaubt, nicht verloren geht, Herr, sondern das ewige Leben bekommt. Vater, im Namen Jesus Christus, wir haben das ewige Leben. Wir sind errettet. Wir sind abgesondert. Wir danken dir dafür, Vater. Wir preisen dich. Halleluja. Mareba kando rebosha. Ikanto reba santara baba. Masete riba kanto reba baba. Mashata reba kante rebose. E kanta riba karia shanto rebos. Mando reba kariba kanta rabasha. Masoto reba karia baba baba. Ikanto reba karia shanto rebosa. Ikanto reba karia sha. Erhebe den Namen Jesus über Deutschland. Erhebe den Namen Jesus über diese Nation. Erhebe den Namen Jesus über deine Familie. Erhebe den Namen Jesus über jede Situation. Über deine Probleme. Erhebe den Namen Jesus Christus. Erhebe den Namen Jesus über deine Geschäfte. Erhebe den Namen Jesus über deine Finanzen. Erhebe den Namen Jesus über deine Gesundheit. Denn Jesus Christus ist der Herr. Die Bibel sagt, er war Gott gleich, aber er nahm das nicht als Raub. Er hat sich gedemütigt. Bis an den Tod am Kreuz. Deswegen wurde ihm der Name verliehen, der über alle Namen steht. Und die Bibel sagt, im Namen Jesus werde jeder Knie sich beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Wir bekennen die Herrlichkeit Gottes. Wir bekennen, dass Jesus Christus regiert. Jesus regiert über die Nationen. Jesus regiert über Deutschland. Jesus regiert in dieser Nation. Wir proklamieren seinen Namen. Halleluja. Ora baba baba shatara basi matore bakante rebosa e cantare bakaria shantore bos mandore bakande rebosanta e cantore bakaria shantara basi mandore bakare baba baba e cantore baba baba. Wir sind mehr als Überwinder. Wir sind die Gemeinde Gottes. Wir gehören zu Leib Christi und keine Waffe, die gegen uns gerichtet ist, wird gelingen. Halleluja. Wir sind im Auftrag Gottes auf der Erde. Wir sind im Auftrag der Messias. Halleluja. Masotore bakante rebosha e cantare bakaria shantore bose mandore baba 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 e cantore bakaria shantore bose mandore bakariba shantara baba e cantare bakaria shantore bose. Ruf den Namen Jesus über deine Familie. Ruf den Namen Jesus Christus über deine Gemeinde. Ruf den Namen Jesus Christus über dein Haus. Ruf den Namen Jesus über jede Krankheit. Ruf den Namen Jesus Christus. Halleluja. Wo du Menschen elend siehst, ruf den Namen Jesus. Ruf den Namen Jesus. Koria baba baba baba. E cantore bakaria shantore bosse. Mandore bakaria shantara baba baba. E cantore bakaria shantore baba baba. E cantore heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher, der war, der ist und der kommt. Es gibt keine vergleichbare. Andere Götter sind nichtige Götter. Jesus Christus ist der einzige Gott in dieser Nation. Jesus Christus ist der regierende Gott in dieser Nation. Jesus ist der König der Könige. Jesus ist der König der Könige. Er regiert und jeder Geist beugt sich vor ihm und jeder Dämon beugt sich vor ihm. Jeder beugt sich vor ihm. Im Namen Jesus Christus. Ich glaube an sein Wort. Sein Wort ist die Wahrheit. Ich glaube an seine Herkunft. Ich glaube, dass Jesus Christus, Halleluja, am Kreuz Golgotha gestorben, gekreuzigt wurde. Er ist gestorben. Nach 3 Tagen ist er auferstanden. Der einzige Gott, der auferstanden ist, der einzige Erlöser, Erretter der Welt. Ich glaube an ihn. Ich glaube an ihn. Er hat mich als Erster geliebt. Er hat sein Leben für mich gegeben. Sein Blut ist geflossen für mich. Jesus Christus, Halleluja. Ora bashe terebosa, i cantore baba baba, ma santa reba cariache, me cantori bacare baba baba, ma sotore bacantore bosha, e cantore bosha, mi cantore bacantere bosha, ma sentere becheria baba baba, e cantore bacaria santore bacariache, e cantara bacari bacanto se terebos, i cantore baba baba baba, brich durch, halleluja, oh, der Herr ist hier, halleluja, materi bacato shata, i cantore bacata.
der Schar. Er sagt, wo zwei oder drei sich in deinem Namen begegnen, er ist mit der unter ihnen. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du da bist. Vater, wir preisen dich für deine Gegenwart. Vater, wir danken dir für deine Werke. Denn deine Werke sind wunderbar. Denn deine Werke sind mächtig. Denn deine Werke sind mächtig. Wir danken dir, Jesus Christus. Du bist der Wiederhersteller. Du bist der Durchbrecher. Du bist Jehova Jireh. Du bist Jehova Nissi. Du bist der Herr der Herren. Der König der Könige. Der Alpha, das Omega. Der Anfang und das Ende. Wir preisen dich, Jesus Christus. Halleluja. Oh, Rabate Rebosa, Ikanto Rebaba, Masete Ribakato Shata, Ikanto Rebaba Baba. Oh, bien-aimé, liebe Geschwister, bete. Es passiert gerade etwas. Es löse sich die Kette. Es löse sich die Bindungen. Denn der Herr hat die Kontrolle über seine Gemeinde, über dein Leben, über deine Familie. Der Herr hat die Kontrolle. Der Herr hat deine Gebete gehört. Der Herr hat deine Geschrei gehört. Der Herr hat deine Schmerzen gesehen. Der Herr hat deine Schmerzen gesehen. Denn es steht geschrieben in ihren Nöten. Die schrie zum Herr. Der Herr sandte sein Wort und sein Wort heilte sie in ihren Nöten. Oh, liebe Geschwister, wenn du in Not bist, der Herr ist da. Wenn du Schmerzen hast, der Herr ist da. Wenn du Probleme hast, der Herr ist da. Er ist der Wegführer. Er ist dein Führer. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du uns in der Wege Gottes führst. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du bei uns bist. Du bist der Beistand. Du bist unsere Helfer. Du bist unsere Führer. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du da bist. Halleluja. Du öffne unsere Augen, damit wir sehen. Du öffne unsere Ohren, damit wir hören. Du mach unsere Zunge frei. Hora, baba, baba, baba. Oh, riba kantasha, ikanto rebasha, masete ribasha, ekato koriba katosha, masete riba kato reba baba, ekato reba baba baba, masanta reba karia shanto robosa. Das Blut Jesus ist in diesem Ort. Das Blut der Reinigung. Halleluja. Es gibt Kraft im Blut. Es gibt Sieg im Blut. Es gibt Durchbruch durch das Blut Jesus Christus. Es gibt Heilung durch das Blut Jesus Christus. Die Dämonen werden wegfliehen durch das Blut Jesus. Die Heilung findet statt. Wir proklamieren das Blut des Lammes. Das Blut des Lammes in der Gemeinde Gottes. Das Blut des Lammes reinigt die Gemeinde Gottes. Das Blut des Lammes reinigt uns von aller Bosheit des Feindes. Matere bakatosha, ikatore katakasha, ikatore babababa. Das Blut Jesus über mein Leben, über mein Haus. Halleluja. Jede Angriffe des Feindes werden zerstört durch das Blut des Lammes. Jede Krankheit wird zerstört durch das Blut des Lammes. Im Namen Jesus, es ist die Zeit der Heilung, es ist die Zeit der Freiheit, es ist die Zeit der Durchbruch, durch das Blut des Lammes, jede Tür wird geöffnet, durch das Blut des Lammes, jede Tür wird geöffnet. Er sagt, ich bin der, der die Schlüssel habe, und wenn ich zuschließe, kann keiner öffnen, und wenn ich öffne, kann keiner zuschließen. Jesus Christus, der Türöffner, Jesus Christus, der Durchbrecher, Jesus Christus, der Erretter der Welt. Makatore kataka, ikatore babababa. Er sagt, wenn wer ihr um meinen Namen betet, ihr werdet alles empfangen. Horabashete rebosa, ikanto re kanta shanta, ikanto ribariosha, mandere bakare katakata, ikanto re bakato shata, ikanto re ba 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 ba. Schrei zum Herrn, schrei zum Herrn, ruf den Namen Jesus Christus, etwas wird passieren. Halleluja. Oh, Rabashete Rebosa, sei wie diese Witwe, die sagte, wenn ich zu dem Mann gehe und ihn nach meinem Recht bete, er wird mir mein Recht geben. Und diese Witwe hat gewartet, diese Witwe hat gebetet, um ihre Rechte zu erlangen. Und die hat ihre Rechte bekommen. Oh, Rabashete Rebosa, diese Frau, die blutflüssige war, die sagte, wenn ich nur sein Gewand anfasse, ich werde befreit. Bartimäus hat Jesus gesehen, er hat gehört. Bartimäus hat Jesus gerufen. Yeshua ben David, komm mir zu Hilfe. Yeshua ben David, komm mir zu Hilfe. Yeshua ben David, komm mir zu Hilfe. Yeshua ben David, diese Nation braucht dich. Deutschland braucht dich. Österreich braucht dich. Schweiz braucht dich. Die Nationen braucht dich. Oh, Jesus Christus. Matere bakato shata, ikatore bakando rebosa, matore bakate reboshe, ikatore bakaria bababa shato rebo, ekato katasha, ikatore bo shantara barebo shando rebose, mando Rebacanda Rabarebos, Ecanto Reba Chantorebos, Mandorebacaria Chantorebosa. Oh,
diese Nation braucht Deutschland, braucht Jesus. Bete für diese Nation. Schrei für diese Nation. Es kommt Regen, es kommt Regen, es kommt Regen, es bereitet sich Regen. Oh Rabba, Shata, Rababa. Muslime werden sich in diese Nation bekehren. Buddhisten werden sich in diese Nation bekehren. Alle Religionen werden umkehren. Menschen von verschiedenen Religionen werden in diese Nation umkehren. Denn diese Nation hat eine prophetische Bestimmung. Materebaka, Ekatorebosa, Ekatarebashata, Ekatoribakato Shataka, Ekaterebaba. Josef hat den Himmel. Josef war im Bethel. Er hat das Tor des Himmels gesehen. Materebosa, du siehst das Tor des Himmels in dieser Nation. Halleluja. Manderibakaria Shanto, Ekatorebakata Shata, Ekato Kata Kata, Ekatorebashaterebos, Mandorebakatose, Mekanteribakaria Shantaraba, Ekantorebakaria Shantarabase, Mandorebakaria Shantarababa. Ohne dich, Herr, sind wir verloren. Ohne dich, Herr, ist diese Nation verloren. Ohne dich, Herr, kommen nicht mehr durch. Halleluja. Oh, Rashetterebos, Mekanterebos, Mikantore, Kantakata, Katakata, Ekantakata, Shataraba, Ekantoriba, Kariashe, Masetterebosha, Ikantorebosha, Masentterebo, Kata, Ekatakata, Sataka, Ekato, Kata, Seteke, Ikata, Rakataka, Sete, Masotoribasha, Mareba, Baba, ich gebiete, jede falsche Geist, jede böse Geist, der in diesem Raum ist, pack deine Werke, pack deine Sache, verlasse diese Ort. Verlasse mein Bruder, verlasse meine Schwester, im Namen Jesus Christus, pack eure Werke, verlasse die Familie, verlasse die Ehe, geh, 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 denn Jesus ist der Sieger, denn Jesus ist der Sieger, denn Jesus Christus ist der Sieger, jede Krankheit muss ausfahren, jeder Dämon muss ausfahren, in diesem Moment, wo wir am Beten sind, die müssen ausfahren, die müssen dein Leben, die müssen dein Haus verlassen, die müssen deine Ehe verlassen, Matore Bakatosha, Igatore Baba. Ba 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 shata ra ba kata sha ye kato re kata shata ye kata riba kato shata ma sete riba kato ye kata e kato riba ria shata raba me santo riba kato rebos mando riba karia shato rebos i kanto re ba 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 she mando re ba kanto rebos sha ye kanto re ba 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 e kanto shata riba karia sha e kanto riba rio shoto rebos i kanto re ba kanto rebos ma sete riba kanto rebos Maria Baba Baba Dia Katoria Maria Katoria Katashato Ekaria Shatoria Katasha Ekatori Bakato Seterebos Ikatorebo Katerebos Ekatarebo Kariashe Ekantari Bakato Shata Ikatore Kataka Sata Kata Kata Ekato Kata Kitakata Kotosa Mekatori Bakatosha Ikatore Baba Baba She. Wir nehmen unsere Bibel in Psalm 2. Halleluja, Halleluja, der Himmel ist offen. Halleluja, danke dir, Jesus Christus. Halleluja, Psalm 2. Psalm 2. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf. Und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seine Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fessel von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden und in seinen Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meine heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich erzeugt. Er bietet von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Ende der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernen Zepter zerschmettern, wie Topftöpfe Geschirr sie zerschmeißen. So nimm nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient den Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf den Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen? Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Amen. Die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seine Gesalbte.
Die Fürsten dieser Nation, die Fürsten der Nationen verabreden sich und halten Ratschlüsse. Wie können wir die Gemeinde blockieren? Wie können wir unseren Bruder Tobi in sein Haus blockieren, dass er keine Feuer mehr anzündet in seinem Stadtteil? Wie können wir die Schwester Beruschka blockieren, dass in ihrem Haus kein Feuer entsteht? Denn die Bibel sagt, er macht aus seinen Dienern Feuerflamme. Amen. Du bist eine Feuerflamme. Und diese Feuerflamme muss immer stark und stark und stark sein. Warum? Weil je mehr du Feuer anzündest durch Gebetleben, durch Opfer, was du auf den Altar bringst, desto mehr Probleme haben die Werke der Finsternis, sich zu verbreiten, wo du wohnst oder wo du lebst. Amen. Und deswegen, du sollst ständig Holz auf den Altar bringen. Opfer auf den Altar bringen, damit ständig gebrannt wird. Der Herr ist der, der durch sein Feuer kommt und verbrennt auf den Altar. Aber dein Auftrag ist, ständig Holz und ständig durch dein Gebetopfer, durch deine Gesinnung, alles, was du opferst auf den Altar und wird von Gott verbrannt. Amen. Und so mehr Feuer wird in dein Haus sein. Aber wie löscht der Feind dein Feuer? Du kommst nach Hause, es gibt nichts zum Essen, Streit mit der Frau. Und so ist dein Feuer gelähmt. Streitigkeit in dem Haus, in der Ehe, ständige Streitigkeit hindert das Feuer hochzugehen. Deswegen, wir als Kinder Gottes, wir müssen das vermeiden. Wenn ich merke, meine Frau ist böse gegen mich, ich gehe nicht, um Recht zu haben, ich suche nach Frieden mit ihr. Wenn dein Mann Streit sucht, such nach Frieden mit ihr. Denn dein Feuer muss ständig leuchten. Amen. Das Ziel der Streit, das Ziel der Ablehnung, das Ziel der Verletzung ist, dass dein Feuer ausgelöscht wird. Der Feind arbeitet daran, um dein Feuer zu verhindern, um dein Feuer zu blockieren. Du bist ein Feuer in dieser Nation. Du bist ein Prophet in dieser Nation. Amen. Wir sind als Prophet in dieser Nation eingesetzt. Denn wir müssen durch unsere, wisst ihr, ein Prophet, wir werden sehen, warum die Welt der Finsternis unbedingt die prophetische Stimme in den Nationen auslöscht. Und in Deutschland, die prophetische Stimme hat noch nicht angefangen laut zu reden. Deswegen mein Gebet ist, dass Gott mehr Propheten erwecken. Amen. Wie heißt dieser junge Mann? Wie heißt du? Benny. Ben Shemuel. Wie geht's dir? Bist du ein Mann Gottes? Bist du sicher? Wie sicher bist du? Ganz sicher. Bist du ein Prophet? Du bist ein Prophet Gottes. Denn die prophetische Salbung, der prophetische Salbung ist über dein Leben. Die prophetische Salbung ist über dein Leben. Dein Leben muss abgesondert werden von der Welt, von den Werken der Welt, damit du anfängst, die Stimme Gottes zu hören. Samuel war ein junger Knabe. Er hat die Stimme Gottes gehört, aber er konnte noch nicht unterscheiden. Warum? Er war nicht belehrt in der Stimme Gottes. Er ging bei Eli zweimal. Eli war schon weg von der Wege Gottes. Deswegen könnte Eli nicht die Stimme nicht unterscheiden, dass dieser Sohnemann gerade die Stimme Gottes gehört hat. Denn wenn Gott redet, einmal, zweimal, wir hören, wir gehorchen. Aber beim dritten Mal hat Eli erkannt, es ist nicht normal, dass dieser Sohnemann zu mir kommt. Irgendjemand hat ihn gerufen. Und wer ist hier? Alle schlafen. Es ist die Stimme Gottes. Und Eli sagte ihm, wenn du noch diese Stimme hörst, du musst so und so und so antworten. Denn man antwortet nicht auf Gott irgendwie, irgendwas. Nein, es gibt Wege, wie man Gott antwortet. Eli sagte, wenn du diese Stimme noch hörst, sag, Herr, rede, dein Knecht hört. Amen. Dein Knecht, denn Gott kann reden und wir hören nicht. Gott kann reden und wir sind abgelenkt. Gott kann reden, unser Körper ist so eingestellt, dass wir die Stimme Gottes nicht hören. Besonders, wenn wir viel Problem haben, die Probleme können Hindernisse sein für die Stimme Gottes. Wenn wir andere Fokus haben, dieser Fokus kann uns von der Stimme Gottes abweichen.
Deswegen gibt kein Alter, wo man Gott dienen. Gott kann dich von nun an anfangen einzusetzen, seine Wege zu gehen, dass du ein Sprachrohr Gottes in den Nationen. Und Gott hat dich dafür bestimmt. Deswegen sagt Gott, von nun an, du sollst abgesondert werden von allen Gedanken der Welt, damit dein Fokus auf den Herrn sich setzt. Denn ich höre Gott sagen, dieser junge Mann ist von mir berufen worden, um meine Werke zu tun. Er soll abgesondert werden. Schau nicht die Umstände. Verstehst du mich richtig? Schau nicht die Umstände. Schau nicht deinen Zustand. Schau nicht dein Alter. Sag, Herr, was du willst, hat Vorrang in mir. Und ich werde tun, was du von mir erwartest. Aber Herr, belehrt mir, deine Wege zu gehen. Wenn du diese Entschlossenheit hast, du wirst merken, die Tür werden sich vor dir so leicht öffnen. Kennst du die Geschichte Petrus im Gefängnis? Petrus, kennst du die Geschichte? Als Petrus im Gefängnis war, ein Engel ist ihm erschienen und er war auf dem Weg aus dem Gefängnis. Es gab ein Tor und dieses Tor führte zu der Stadt. Dieses Tor war eine Connection, eine Verbindung zu der Stadt. Hat der Engel dieses Tor geöffnet? Nein. Die kam vor dem Tor. Weil Petrus in dieser Zeit mit dem Engel so eingestellt war, in seine Bestimmung zu gehen, das Tor hat sich geöffnet. Es gibt bestimmte Türen, die sich in dein Leben öffnen werden. Es gibt bestimmte Türen, wo du nicht mit eigener Kraft etwas tun willst, um zu erreichen und durch die Kraft Gottes willst du erreichen. Aber siehst du das? Die Bibel. Nimm die Bibel. Ist die Bibel, junger Mann. Nimm die Bibel. Ist die Bibel. Nimm die Bibel. Warum? Es wird dich bewahren vom Not, was vor dir steht. Du bist jung, ich möchte dich nicht erschrecken. Aber dein Vater versteht, was ist dein Vater, ne? Er versteht. Das Wort wird dich bewahren vor der Not, was vor dir steht. Das Wort wird dich bewahren von der Not, was vor dir steht. Kennst du einen Ritter? Ein Ritter. Ich sehe dich wie ein Ritter mit einem Schwert in die Hand. Aber dieses Schwert ist kein normales Schwert, es ist das Wort in die Hand. Und mit diesem Schwert gehst du im Krieg, um zu siegen. Und ich sehe dich in ein Schlachtfeld, viele Tote auf dem Boden. Viele Tote durch das Schwert. Aber auf der anderen Seite, Menschen, die zu dir rennen, die sind frei von ihrem Gefängnis. Amen. Wie geht es dir? Du weißt nicht, wie es dir geht? Nicht so gut. Kennst du das Wort, alles dient zu unserer Besten? Kennst du das? Schreib das auf deine Tür. Alles dient zu meinem Besten. Weißt du warum? Wenn du an Gott festklammerst, sieht nicht die Umstände, sieht nicht alles, was passiert, sieht nicht, David war in Not. Er sagte, ich erhebe meine Augen auf den Berg, auf den höchsten Berg, auf den Berg Zion, auf den Berg, auf den Thron Gottes, wo meine Hilfe kommt. Deine Hilfe wird dir nicht von Menschen kommen, nicht vom Erz, nicht von irgendwann. Wer? Aber deine Hilfe wird dir von Herr kommen. Amen. Du hast etwas Besonderes in dir. Dein Vorteil ist deine Zunge. Durch deine Zunge wirst du in der Lage sein, Sache zu sagen und es passiert. Aber du musst lernen, mit Gott, wie, sag mal so, Gott zu vertrauen. Du hast eine besondere Gabe. Und diese Gabe ist in dir versteckt. Diese Gabe ist eine ermutigende Gabe. Und bereits, wo du ankommst, wo Menschen in Not sind, du redest ein Wort
Menschen fangen wieder Kraft, um durchzubrechen. Kennst du den Prophet Agai? Agai kam in Israel. Die haben ihre Häuser gebaut. Die haben alles ihre Wunsch. Aber die waren die waren elend. Warum elend? Weil das Haus Gottes zertrümmert war. Obwohl die ihre Häuser hatte. Gott sagt, ihr pflanzt, ihr ernte nicht. Ihr arbeitet, alles was eure Hände sind durchbohrt. Eure Ernte geht weg. Ihr baut und alles geht kaputt. Warum? Weil das Haus des Herrn zertrümmert ist. Dann hat Gott durch Agai dazu geschafft, Israel zu ermutigen. Amen. Kennst du Deborah? Deborah, eine Prophetin in Israel. Ihre Aufgabe war, Israel in ihre Bestimmung zu führen. Vertraue den Herrn im Allen. Lehn ab Gedanken, die kommen, sagen, ja, alles ist schlimm, alles. Nein, mit dem Herrn, Psalm 60, Vers 14, mit dem Herrn werden wir Gewaltiges vollbringen. Er wird unsere Feinde zertrümmern oder zertreten. Mit dem Herrn willst du Gewaltiges vollbringen. Mit dem Herrn willst du Gewaltiges vollbringen. Mit dem Herrn willst du Gewaltiges vollbringen. Du musst nur aufstehen und sagen, Herr, führe meine Wege. Herr, zeig mir, wo es lang geht. Herr, ich möchte deine Stimme hören, damit ich weiß, wo es lang geht. Und plötzlich, du wirst sehen, wie als ob alte Kleider dir entfernt sind und du trägst neue Kleider. Plötzlich, du wirst merken, als ob Lasten von dir weg sind. Du wirst merken, als ob ein Joch gebrochen wurde. Und du wirst anfangen, Gott zu loben und zu preisen. Singst du gerne? Ja. Sing mehr. Sing sehr viel. Wenn du merkst, Traurigkeit kommt, fäng an, Gott zu loben durch Gesang. Fäng an, Gott zu loben durch Gesang. Fäng an, hör nicht auf und sag, Herr, ich möchte dir begegnen durch Lobgesang. Gott wird dir erscheinen. Face to face. Amen. Vertraue den Herrn. Du hast wunderbare Kinder. Und deine Kinder haben ein sehr großes Programm mit dem Herrn. Oder der Herr hat ein großes Programm mit deinen Kindern. Aber dein Auftrag ist, diese Kinder vorzubereiten für Gott. Ist diese Kinder abzusondern. Es ist nie spät. Du bist der Chef. Du hast Autorität. Du sagst, wo es lang geht, gemäß des Wort Gottes. Und so weißt du, du hast noch die Fähigkeit, die Möglichkeit, an der Bestimmung dieser Kinder zu arbeiten. Denn es gibt so große, was Gott vorhat mit diesen Kindern. So große, was Gott vorhat mit diesen Kindern. So große, was Gott vorhat mit diesen Kindern. Vermassel es nicht. Ich setze dich nicht unter Druck. Aber bete mit den Kindern, lies das Wort mit den Kindern, prophezei über das Leben der Kinder. Prophezei, hör nicht auf zu prophezei über das Leben des Kindes. Denn genauso wie Gott ein großes Programm hat, Satan hat auch ein Programm. Das muss man immer wissen. Überall, wo Gott Programm hat, Satan hat auch sein Programm. Aber unsere Aufgabe als Eltern ist zwischen Satan, verstehst du mich? Mose hat gesehen, dass das Volk am Zerstören, das Engel des Todes dabei war, das Volk zu zerstören. Die Bibel sagt, er stellte sich zwischen die Lebendigen und die Toten, um zu hindern, dass der Tod. Dein Auftrag ist, für deine Kinder in die Risse zu gehen, für deine Kinder in Fürbitte zu gehen, dass nur das Programm Gottes stattfindet in dem Leben deines Kindes. Was hast du aus Indien zurückgebracht? Wir brauchen, was du zurückgebracht hast. Wir brauchen was. Was habt ihr auch zurückgebracht? Halleluja. Der Herr ist gut. Ja, in der Psalm 2. Wir wollen die Bande zerreißen. Wir wollen die Fessel von uns werfen. Amen. Jede Bande oder Fessel, was auf dein Leben geworfen wurde, du sollst die zerreißen. Jeder falsche Name, jede falsche Kleider, jede falsche Werke sollst du zerreißen
über die Gemeinde Gottes in dieser Nation. Es ist unsere Gebete die nächste Zeit, dass die falschen Kleider, die schmutzigen Kleider, die der Priester Josua war in Zacharia, hatte in Zacharia 3, dass diese schmutzigen Kleider entfernt wird von der Gemeinde, damit die Gemeinde aufsteht, damit die Gemeinde Zugang zu den Thron Gottes hat. Amen. Amen. Wir gehen im Hiob, Kapitel 5. Hiob, wir sind ins Gebet. Amen. Wir sind ins Gebet. Hiob, Kapitel 5. Und wir stehen wieder auf, bitte. Wenn es euch nicht schadet, wir stehen wieder auf. Hiob, Kapitel 5. Ab Vers 8. Hiob, Kapitel 5, ab Vers 8. Ich jedoch würde Gott suchen und Gott meine Sache darlegen. Der große, unerforschliche Dinge tut. Wunder, die nicht zu zählen sind. Amen. Wird wiederholen. Ich jedoch würde Gott suchen und Gott meine Sachen darlegen. Der große, unerforschliche Dinge tut. Wunder, die nicht zu zählen sind. Jetzt, erzähl jetzt, was Gott tut. Ne? Wir fangen an, Vers 10, wir zählen, was Gott tut. Er sagt, er gießt Regen auf die Erde und sendet Wasser über die Fluren. Er erhöht die Niedrige und die Leidtragende erlangen das Heil. 12. Er vereitelt die Anschläge der Listigen, dass ihre Hand sie nicht ausführen kann. 13. Er fängt die Weisen in ihre List und der Rat der Verschlagenen wird über den Haufen geworfen. Bei Tag stoßen sie auf Finsternis und am Mittag tappen sie umher wie in der Nacht. Aber er rettet den Elenden vom Schwert aus ihrer Rachen und aus der Hand des Starken. So dass der Geringen Hoffnung fasst und der Frechheit ihr Maul verschließt. Siehe, wohl dem Menschen, der Gott zurechtweist. Darum verwirf die Züchtigen der Allmächtigen nicht. Denn er verwundet und verbindet. Er zerschlägt und seine Hand heilt. In 6 Bedrängnisse wird er dich erretten und in 7 wird dich nichts Böses antasten. Er nennt jetzt die Bedrängnisse. Erste Bedrängnis, im Hungersnot wird er dich vom Tod erlösen. Zweitens, im Krieg von der Gewalt des Schwertes. Drittens, vor der Geister der Zunge wirst du geborgen sein. Vierte, und wird die Verwüstung nicht fürchten, wenn sie kommen. Sechste, über Verwüstung und Dürren wirst du lachen und vor den wilden Tier der Felder wird er nicht erschrecken. Danke. Denn mit den Steinen des Feldes stehst du im Bund und das Wild des Feldes hält Frieden mit dir. Halleluja. Du wirst erfahren, dass dein Zelt sicher ist und betrachtest du deine Wohnung, so fehlt dir nichts. Du wirst erfahren, dass deine Same zahlreich wird und deine Sprösslinge wie das Gras auf Erde. Du wirst im guten Alter begraben werden, wie man Gaben einbringt zu ihrer Zeit. Siehe, das haben wir erforscht, so ist es. Höre du darauf und merke es dir vor. Halleluja. Es sind so wunderbare Erkenntnisse und wir wollen diese Erkenntnis für unsere Gemeinden in Deutschland, für unsere Familien, für unsere Kinder, für unsere Ehepartner proklamieren und für unsere eigene Leben. Amen. Ja, erheben wir unsere Stimme. Nimm diese Text jetzt. Wir wollen damit beten. Amen. Proklamier das über deine Frau, über deine Kinder, über dein Haus, über die Gemeinde, über die Dienste. Proklamier dieses Wort im Namen Jesus Christus. Halleluja.
Oriaba shaterebo kata mekata riba kata shatorebo sa masheterebo karya shantorebo sa mekanta riba kanto santa raba baba ba mareba kando reba baba baba ba sheterebos ikanto reba baba. Glaub an was du proklamierst, denn es wird dir geschehen gemäß deines Glaubens. Halleluja. Mareba baba sheteriba kato mandereba kareba satoreba etareba kando reba shantorebos mandoreba kanta reba. Vater, ich danke dir. Ich würde jedoch Gott suchen und Gott meine Sache darlegen. Die Sache meiner Kinder, die Sache meiner Frau, die Sache meines Hauses, Halleluja. Die Sache der Gemeinde Gottes in dieser Nation würde ich Gott darlegen im Namen Jesus Christus. Die Sache der Seele in dieser Nation würde ich Gott darlegen im Namen Jesus Christus. Halleluja. Der große, unerforschliche, Halleluja, Dinge tut. Wunder, die nicht zu zählen sind. Vater, ich bin fest überzeugt, in dieser Nation wirst du unzählige Wunder tun. Du wirst jetzt, du fängst an, deine Wunder in dieser Nation. Halleluja, Blinde sehen, Lähme laufen, Tote werden erweckt, Halleluja. Dinge werden erweckt, Halleluja. Vater, ich danke dir, denn dieses Wort ist Wahrheit über mein Leben, über meine Familie. Wir sind im das Buch von Hiob, Kapitel 5, ab Vers 8. Halleluja. Mareba shato rebosa, me kanto riba kando rebosa. Me cantaraba coria baba, me santaraba conto reba, endareba canto shatorebos, mandereba canto rebosha, masete riba canto araba catoche, manderebo conto ribasha, me cantariba carreba baba, masete riba canto sata, endareba baba baba bashete rebos, y canto rosa. Vater, ich lege dir diese Dinge her. Du bist der Gott, der große und unerforschliche Dinge tut. Du bist Gott, der Wunder tut, unzählige Wunder. Du bist Gott, Herr, der Regen gießt auf Erde, Herr, der Wasser sendet über die Fluren, Herr. Du bist Gott, der die Niedrige erhört, Halleluja. Tu deine Werke, tu deine Werke, tu deine Werke, tu deine Werke, tu deine Werke. Masete ribakata, ekatore bakatosha, ikantore bariasha. Wir wollen dich so erleben in einer Art, Herr, wo wir dich nie erlebt haben. Wir wollen dich in unserer Familie. Ich will dich erleben, Vater. Ich will dich so in einer Art erleben, wie ich dich nie erlebt habe. O Vater, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Herr, unzählige Wunder, unzählige Werke, unzählige, Halleluja, Durchbrüche, Durchbrüche, Vater, unzählige Heilungen, Herr, unzählige Befreiungen, Herr. Masete ribakatore, mandere babababa, shete rebus, ikantore kanta shato robus, mandoribakante ribakache, manderibakato shata rebus, ikante ribakato shata, ikantore babababa, shete rebus. Unzählige Wunder in dieser Nation, unzählige Taten, Herr, im Namen Jesus Christus, Halleluja. Du erhörst die Niedrige, Herr, du erniedrige die sich erhöre, Vater, im Namen Jesus Christus, erniedrige die Werke Satan in dieser Nation, Herr, zerstöre die Pläne Satan gegen die Gemeinde, Herr, zerstöre die Pläne Satan, Herr, gegen die Gemeinde, gegen deine Diener, Herr, gegen deine Dienste, überall, wo Pastoren angegriffen sind, Vater, erhebe deine Mächte Hand, befreie deine Pastoren, befreie die Männer Gottes in dieser Nation, befreie die Kinder der Diener, der Pastoren, der Propheten in dieser Nation, befreie, Halleluja, die Ehefrauen, die Ehemänner, Herr, befreie deine Diener, Herr, überall, wo Krankheiten in Häuser deine Diener sind, überall, wo Hexerei die Gemeinde angreifen, Herr, wo Isabel die Gemeinde angreift, Herr, Vater, erbarme dich, Herr, durch deine mächtige Hand, durch dein Schwert, Herr, zerstöre die Angriffe Satan in deiner Gemeinde, zerstöre die Sünde in deiner Gemeinde, zerstöre die Werke Satan, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, bring dein Regen in deine Gemeinde, Herr, bring dein Regen in deine Gemeinde, Herr. Masete ribakato rebasha.
Mori kando robos, mi kanto reba baba, machete riba kantosa, mande riba kare kata shoto, mando reba baba machete rebos, me kanto reba kande reba ba, i kante riba rio shanto rebos, machete riba kantosa, yenda robo kanto riba sha, machete riba kantose, mande riba kanda raba kande rebos, me kanto riba karia baba baba ba, machete rebe keria baba ba, masoto riba kanto shata, i kanto reba baba ba, machete riba kanto se, me kante riba kanto shata, i kanto reba kando rebosha, machete riba kanto sha, Erbarme dich, Vater. Wir brauchen, Halleluja, deine Hilfe in dieser Nation. Wir brauchen deine Hilfe in deiner Gemeinde, Herr. Wir brauchen deine Hilfe, Vater. Mande riba kato shata. Ekato riba kata rebosha. Ekate riba kande rebosha taraba. Ikanto reba baba baba bashete ribos. Mando riba kando rebo konto rebos. Ikante riba karia shoto rebosa. Durchbruch in Namen Jesus. Durchbruch in Namen Jesus. Durchbruch in Namen Jesus. In deine Gemeinde, Herr. Durchbruch in Namen Jesus Christus. Wir bringen die Politiker dieser Nation in deine, unter deine gewaltige Hand, Herr. Wir bringen, Vater, jede Politiker, die Entscheidung treffen in dieser Nation, wir bringen dich vor dir, Vater. Oh Herr, führe die Politiker dieser Nation, führe unsere Bundeskanzler, die Minister, Vater, dass jeder Gesetz, was gebracht wird, Vater, dass diese Gesetze deiner Wille entspricht, Herr. Wir lehnen ab alles, was du nicht programmiert hast, was du nicht geplant hast. Wir lehnen ab in dieser Nation, wir lehnen ab in Deutschland, Herr, im Namen Jesus Christus, jede zerstörerische Werke Satan über diese Nation, Herr, erhebe dich, erhebe dich. Wir erheben dich. Wir erheben dich. Wir erheben dich. Oh, oh Wir erheben dich, Halleluja, hebe der Herr. Wir erheben dich, wir erheben dich, oh Herr. Wir erheben dich, wir erheben dich. Wir erheben dich. Wir erheben dich. Oh, Herr. Wir erheben dich. Wir erheben dich. Erhebe den Herr, Halleluja. Wir erheben dich, Korea Shatarabase. Wir erheben dich, oh Herr. Erheb den Herr in drei Bereiche dieser Nation. Der Herr zeigt mir drei Bereiche, wo wir den Herr erheben sollen. Über die irdische Grenze, über die himmlische Grenze, die Luftgrenze, über die Gewässer. Denn sind die drei Eintrittsgrenzen in Deutschland. Es gibt die Bodengrenze, es gibt die himmlische Grenze durch die Luft, es gibt die Gewässer. Und diese drei sind Eintritte in diese Nation. Und wir wollen den Namen Jesus in der Grenze Deutschland sichtbare und unsichtbare Grenze erhebe. Und wir wollen ihn sagen, Herr, als Bürger dieser Nation, wir geben dir, Herr, das Anrecht, diese Nation heimzusuchen. Wir stellen uns zur Verfügung, als Türe, als Zugangstüre, dass du, Vater, deine Wege, deine Programme, deine Pläne
in diese Nation durchführt. Dass deine Engel Zugang haben zu der Grenze, die Luftgrenze, die Bodengrenze oder die Gewässergrenze, dass die Engel Zugang haben im Namen Jesus. Lass uns unsere Stimme erheben. Vater, im Namen Jesus Christus, wir danken dir, denn du hast Deutschland geschaffen. Und Deutschland wurde nicht vom Satan geschaffen, sondern von dir, Herr. Und du hast Deutschland geliebt und andere Nationen in Europa. Vater, als Gebürtige, als Deutsche, wir wollen proklamieren, dass die Tore dieser Nation dir geöffnet sind im Namen Jesus, Vater. Wir proklamieren und deklarieren, wir etablieren dein Name über die Grenze Deutschland, Herr. Wir proklamieren, dass die Zugangstür dieser Nation dir geöffnet sind im Namen Jesus Christus. Vater, Halleluja, tu deine Werke in dieser Nation. Für deine Pläne, für deine Pläne, für deine Pläne, für deine Pläne, für deine Pläne. Lass deine Engel in diese Nation durchdringen. Lass deine Engel in diese Nation marschieren. Lass deine Engel in diese Nation marschieren. Lass deine Engel durch deine mächtige Kraft in diese Nation marschieren. Wir stellen uns zur Verfügung, zu deiner Verfügung, Vater. Wir stellen unsere Häuser zu deiner Verfügung. Deine Engel dürfen bei uns zur Wohnung kommen. Deine Eltern, deine Engel dürfen uns heimsuchen. Dein Geist darf sich in unsere Häuser, in der Gemeinde bewegen. Denn alles gehört dir. Wir stehen dir alles zur Verfügung. Halleluja, Vater. Wir danken dir, dass du da bist. Wir danken dir, dass du mit uns Gemeinschaft hast. Im Namen Jesus Christus. Halleluja. Gott ist gut. Amen. Gott ist wunderbar. Gott ist mächtig. Alles, was er vorhat, wird geschehen in deinem Leben. Alles, was er geplant hat, wird stattfinden in deinem Haus. Amen. Alles, was Gott vorhat, wird stattfinden in deinem Haus. Vertrau den Herrn. Vertrau sein Wort. Amen. Gott ist kein Mensch zu lügen oder kein Sohn der Menschen zu reuen. Alles, was er sagt, wird geschehen. Wenn du glaubst, du wirst es sehen. Amen. Wenn du glaubst, du wirst die mächtige Hand. Er sagt, ich will euch alles zurückerstatten. Alles zurückerstatten. Nicht ein wenig, aber alles. Und oft, wenn der Herr zurückerstatten, er erstattet mit Überfluss. Amen. Er wird dir Überfluss geben, Überschuss geben. Er wird dir mehr als erwartet geben. Mehr als was du erwartest. Habt ihr schon in der Bibel gesehen, der Mensch betet nach etwas, er bekommt mehr als was er gebetet hat. Abraham wollte einen Sohn, er hat Nationen bekommen. Amen. Salomo wollte Weisheit, er hat Weisheit, Reichtum und alles bekommen. Amen. Es gibt keinen Menschen in der Bibel, der gesagt hat, ich möchte, wenn du sagst, ich möchte Mannheim, Gott gibt dir Deutschland. Wenn du sagst, ich möchte Deutschland, Gott gibt dir Europa. Halleluja. Gott gibt dir, er wird dir das geben. Gott wird deinen Namen groß machen. Nicht damit du die Ehre bekommst, aber dadurch, dass Gott groß in dir wirken wird, dein Name wird auch groß sein. Du profitierst von der Größe Gottes. Halleluja. Halleluja. Man redet von dem Gott Abraham, aber nicht Abraham war groß, Gott war groß. Aber dadurch, dass Abraham mit Gott gewandelt, sein Name wurde auch groß. Man redet von dem Gott Paulus. Warum redet man über Paulus? Weil der große Gott mit Paulus gewirkt hat. Und man wird über der große Jonas reden. Weil Gott groß in Jonas ist. Man wird über Tobi, der Name Tobi, der Tobi kommt in Paris. Im Stadium zu predigen. Warum? Weil Gott groß in ihnen ist. Halleluja. Ich glaube an sowas. Es ist verrückt, aber ich glaube. Frag mir nicht, wie Gott das machen wird. Dass Gott so einen kleinen Mann aus Hohenheim nimmt und in die Welt bringt. Ein Hochheimer. Das gibt doch gar nicht. Aber Gott, dass Gott einen kleinen aus Mannheim nimmt. Ein kleiner Mann, der nicht gekannt ist in deinem Stadtteil. Wenn ich kleiner rede, ich rede, dass man dich nicht kennt. Rainer Bonke, wer hat ihn gekannt, als er klein war? Er hat keinen Namen, aber er wurde weltweit gekannt, warum Gott groß in ihm war. Und dieser große Gott ist auch in dir.
Und durch dich, Gott wird viel bewegen. Wenn du glaubst, du wirst es sehen, Tabernakel. Wenn du glaubst, du wirst es sehen, du wirst es erleben. Er sagt, glaub und du wirst die Herrlichkeit Gottes erleben. Ich werde die Herrlichkeit Gottes sehen in dir, durch dich und mit deinem Leben. Wir werden die Herrlichkeit Gottes in Mannheim sehen. Wir werden die Herrlichkeit Gottes in Deutschland sehen. Wir werden die Herrlichkeit Gottes in den Nationen sehen. Denn es ist der Plan Gottes. Du bist in der Plan Gottes für die Erweckung. Du bist in der Plan Gottes. Gott plant mit dir. Gott rechnet mit dir. Gott hat dich erweckt und vorbereitet für diese Zeit, wo du bist. Halleluja. Deswegen glaubt. Auch wenn du noch nicht siehst, glaubt. Ich sehe die Menge, aber nicht mit Augen der Menschen, mit Augen Gottes. Ich sehe, wir erreichen Nationen, wir erreichen Völker. Ich sehe das. Ich glaube das. Es ist so real in mir, dass wir Nationen erreichen. Deswegen habe ich so Eile, dass wir schnell nach Indien, schnell nach überall gehen. Halleluja. Denn ich sehe das schon. Aber ich möchte wie Mose sein, schnell töten, schnell die Errettung bringen. Aber Gott sagt, Kalmus, Kalmus. Es wird kommen. Es ist... Die Welt lädt das runter auf die Erde. Amen. Es dauert noch ein bisschen. Gott bereitet die Wege. Gott ebnet deine Wege. Weißt du das? Gott bereitet deine Wege, wo du laufen wirst. Denn er sagt, deine Füße werden auf keinen Stein stoßen. Denn die Engel werden dich tragen. Halleluja. Schlange werden kommen, du wirst auf Schlange zertreten. Skorpione werden kommen, du wirst auf Skorpionen zertreten. Denn Jesus Christus, der den Kopf der Schlange zertreten hat, der ist in dir. Und du wirst jede Schlange zertreten. Gott wird dir durch Träume, Visionen offenbaren, alles, was der Feind vorhat. Du wirst nicht mehr sein, leben und erleben. Nein, du wirst sehen und im Vorfeld agieren. Ja, du bist nicht mehr passiv, du bist aktiv im Geist. Du bist nicht mehr einer, der alle kommen, spielen mit deinem Leben. Nein, du wirst den Feind sagen, wo es lang geht. Stopp, stopp. Geh, geh. Amen. Denn du hast Vollmacht bekommen im Namen Jesus Christus. Halleluja. Amen. Ich möchte diese junge Dame, wo ist sie? Ja, okay. Ich, ja, steh auf, bitte. Ja. Grace. Lorena, Birgit, Shayo, geh und bete für diese junge Dame, bitte. Umring sie und bete für sie. Bist du einverstanden damals für die Bete? Okay, hab keine Angst, der Heilige Geist ist da. Halleluja. Der Vater, kannst du dich da bewegen? Tobi, Gabriel, Jonas, ihr bete. Dieter, ihr bete, die Männer bete für ihn, bitte. Bete für ihn. Halleluja. Du, komm hier, bitte. Gib mir deine Hand. Ihr könnt für sie beten, Frauen. Ich habe die genannt, aber ihr betet für sie. Schau, du leidest. Im Namen Jesus Christus, Vater, alles, was dein Leben widersteht, ist gebrochen. Im Namen Jesus. Alles, was dein Leben widersteht, alles, was dein Berufung widersteht, alles, was in dir wieder den Pläne Gottes widersteht. Ich komme dagegen durch das Blut des Lammes und zerstöre die im Namen Jesu, damit du durchbrichst. Jede Kleider, was in dir gelegt wurde, damit du nicht durchbrichst, diese Kleider werden zerstört im Namen Jesus Christus. Diese Kleider, die deine Entwicklung blockieren, im Namen Jesus Christus, wir zerreißen diese Kleider im Namen Jesu, wir legen die in Brand im Namen Jesu. Jesus Christus, jede Kleider, was den Herrn nicht gehört, werden zerstört, werden zerstört, werden zerstört, werden zerstört, werden zerstört. Im Namen Jesus, jede falsche Identität werden zerstört. Die falsche Identität werden zerstört. Durch das Blut Jesus, im Namen Jesus Christus. Erlebe die Heilung. Seelische Heilung. Seelische Heilung. Seelische Heilung. Deine Seele vertraut den Herrn. Deine Seele glaubt an den Herrn. Deine Seele beugt sich vor den Herrn. Im Namen Jesus Christus. Alle alten Verletzungen, Blessuren, Blockade. Vater, schenk Heilung. Vater, schenk Heilung. Vater, schenk Heilung. Vater, schenk Heilung.
Vater, schenk Heilung. Vater, schenk Heilung. Vater, schenk Heilung. Sei erfüllt vom Kraft Gottes. Sei erfüllt vom Geist Gottes. Alle alte Kleider zerreißen gerade. Im Namen Jesus Christus, die zerreißen. Alle alte Kleider zerreißen, zerreißen, zerreißen. Kleider der Ablehnung. Kleider der Männerablehnung. Kleider der Ablehnung. Jede Ablehnung. Jede Ablehnung im Namen Jesus. Zerreißen, 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 zerreißen. Jede dunkle Kleider in dir, dunkle Kleider zerreißen, Kleider der Finsternis zerreißen, Kleider der Finsternis zerreißen, Madere baba 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 baba, Mekatore baba 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 baba, Masotori bakaria shantorebus, Ikantore baba 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 shete. Zerreißen, zerreißen, zerreißen. Im Namen Jesus. Falsche Kleider zerreißen. 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 Im Namen Jesus Christus. Jede Bosheit des Satan zerreißen. Zerstören. Jede falsche Schnur werden gebrochen. Falsche Schnur gebrochen. Falsche Schnur gebrochen. Falsche Kette gebrochen. Lügekette gebrochen. Lügewerke gebrochen. Werke der Finsternis werden zerstört. Durch das Blut Jesus. Durch das Blut Jesus, 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 im Namen Jesus. Deine Seele vertraut den Herrn. Deine Seele beugt sich vor den Herrn. Deine Seele glaubt an den Herrn. Denn der Herr ist Gott. Denn der Herr ist gut. Denn der Herr ist wunderbar. Denn der Herr ist mächtig. Denn der Herr ist groß. Im Namen Jesus Christus. Im Namen Jesus Christus. Sei gesegnet. Wie geht's dir? Gib etwas, wo du allein mit einer Frau reden möchtest? Dein Herz einfach entleeren? Okay. Ihr geht und redet mit ihr. Die braucht Gespräch. Okay? Schaffst du? Okay, geh und rede mit ihr. Bitte. Gib mir die Hand. Gib mir die Hand, junger Mann. Junger Mann, hier. Wie geht's dir? Gott liebt dich sehr. Vertrau den Herrn. Alles wird gut. Alles wird gut sein. Vertrau mir. Ich sag dir, alles wird gut sein. Amen. Du bist ein starker Krieger. Ermutig, sei stark und mutig. Dein Vater braucht dich. Verstehst du? Nein, er braucht dich. Er braucht, dass du gemeinsam mit ihm betest, dass du gemeinsam mit ihm studierst. Du kannst ihn auch ermutigen. Amen. Und sagen, Papa, alles wird gut sein. Wenn Jesus mit uns ist, es kann nur gut werden. Wenn Jesus mit uns ist, es kann nicht schlimm sein. Es wird immer gut sein. Denn alles dient zu unserer Besten. Vater, ich danke dir für deinen Sohn. Ich segne sein Leben. Ich segne seine Zukunft. Im Namen Jesus. Vater, lass alle Werke Satan, die gegen sein Leben eintreten, zerreißen im Namen Jesus. Wir zerstören jede Werke Satan, die seine Nächte angreifen, die seine Zukunft angreift, die seine Gesundheit angreift. Wir kommen dagegen durch das Blut des Lammes im Namen Jesus. Wir gießen das Blut Jesu in seine Seele, in seinen Geist, in seinen Körper. Wir gießen das Blut Jesus Christus im Namen Jesus Christus. Wir proklamieren Durchbruch in sein Leben, Vater. Herr, zerreiße jede Kette, zerreiße jede Bindung, zerstöre jede Lüge des Feindes gegen seine Bestimmung, zerstöre im Namen Jesus, ich gebiete jeder Geist, der sein Leben versucht zu kontrollieren, pack eure Werke und verlasse ihn, denn er ist ein Kind Gottes, er kauft durch das Blut des Lammes und die Bibel sagt, wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur geworden, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden, im Namen Jesus, ich gebiete jeder Geist, die sein Leben
Boden versuchen zu zerstören. Packere Werke, geh aus seinem Leben, geh aus seiner Seele, geh aus seinen Emotionen, geh aus seinem Körper, verlasse ihn jetzt durch das Blut des Lammes. Ich proklamiere Sieg durch das Blut Jesus. Ich proklamiere Sieg durch das Blut Jesus. Vater, heil sein Herz. Nimm jede Schmerzen, nimm jede versteckte Schmerzen, nimm alles, was dir nicht gehört, aus seinem Herz, aus seiner Seele, aus seinem Geist, Vater. Baut sein Leben neu, Herr. Baut seine Zukunft neu, Herr. Baut, Herr. Schenk ihm Durchbruch in alle Bereiche seines Lebens. Schenk ihm Kraft, Herr. Im Namen Jesus Christus. Vater, du sagst in dein Wort, wenn du zu mir mich rufst, der wird erreden, Herr. Vater, es steht geschrieben, in ihre Nöte, du schrie zum Herr. Der Herr sandte sein Wort. In sein Wort heilte sie ihn. Vater, durch dein Wort schenk ihm Heilung. Schenk ihm Freiheit. Schenk ihm Durchbruch. Durch dein Wort, Herr. Schenk ihm die Kraft zu überwinden. Im Namen Jesus Christus. Bau seine Gedanken neu. Bau sein Herz neu. Bau ihn neu, Vater. Er gehört dir. Seine Familie gehört dir. Das Haus gehört dir. Alles, was sie haben, gehört dir. Ich proklamiere, jede Programm Satan gegen diese Familie werden zerstört. Jede Programme Satan gegen diese Familie. Wir kommen dagegen durch das Blut Jesus. Wir kommen dagegen durch das Blut Jesus. Wir proklamieren Heilung in der Familie. Wir proklamieren Freiheit. Wir zerstören die Programme Satan. Wir zerstören die Angriff Satan gegen diese Familie im Namen Jesus Christus. Wir zerstören die. Wir zerstören die. Wir zerstören die. Wir zerstören die. Jede Angriffe Satan, jede Programme Satan, jede Bosheit werden zerstört durch das Blut Jesus Christus. Von nun an, als Mann Gottes, ich proklamiere Wiederherstellung in diese Familie. Ich proklamiere den Sieg Golgotha in diese Familie. Es steht geschrieben, das Predigen des Kreuzes ist eine Torheit für die, die verloren geht. Aber für die, die erreden, es ist eine Kraft. Die Kraft Gottes fängt von nun an in eure Familie zu wirken, in euer Leben zu wirken. Die Kraft Gottes wird so mächtig sein, dass die Werke Satan zerstört werden. Vater, ich segne ihn. Lass deine Kraft über sein Leben wirken. Lass deine Salbung jede Joche zerbrechen. Im Namen Jesus. Jede Joche des Feindes werden zerbrochen. Jede Kette werden zerbrochen. Jede Bindungen werden zerbrochen. Jede Flüche, was gegen diese Familie proklamiert wurde. Die Hexeflüche sind gebrochen. Die Hexekette sind gebrochen. Die Erbe des Feindes werden zerstört durch das Blut Jesus. Ich danke dir für diesen jungen Mann, dass du ihn ausgesondert hat, deine Werke zu tun. Vater, gepriesen sei dein Name, im Namen Jesus. Schau mich in Auge, bitte. Im Namen Jesus Christus, die Flüche, die über dein Leben proklamiert wurden, sind gebrochen von nun an. Die Flüche brechen im Namen Jesus Christus. Du kommst aus diesem Gefängnis im Namen Jesus Christus und ich gebiete jede Werke Satan, deine Bestimmung zu verlassen, dein Leben zu verlassen, deine Familie zu verlassen. Im Namen Jesus Christus, ich deklariere gegen die Werke Satan Zerstörung im Namen Jesus. Ihr habt keine Anrechte über sein Leben. Ihr habt keine Anrechte über seine Familie, denn Jesus Christus hat den Preis bezahlt durch dein Blut. Deswegen nimm eure Werke und verlasse sein Haus, verlasse sein Leben, verlasse seine Familie. Lass ihn los im Namen Jesus Christus und geh im Namen Jesus. Geh im Namen Jesus. Geh im Namen Jesus Christus. Pack eure Werke, verlasse ihn und geh. Verlasse ihn und geh. Er ist ein Kind Gottes. Er wurde erkauft durch das Blut des Lammes. Er ist ein Kind Gottes. Der Sohn Gottes ist erschienen, um eure Werke zu zerstören. Ihr habt weder Anrechte noch Macht über sein Leben. Denn das Blut des Lammes redet für ihn. Das Blut des Lammes macht ihn frei. Das Blut des Lammes macht sein Haus frei. Das Blut des Lammes macht sein Leben frei. Das Blut des Lammes macht seine Finanzen frei. Das Blut des Lammes macht seine Familie frei. Seine Ehe frei. Das Blut des Lammes macht sein Haus frei. Er ist errettet durch das Blut des Lammes. Im Namen Jesus, es gibt keine Verdammnis mehr, der gültig ist. Satan, nimm deine Werke und geh jetzt. Im Namen Jesus. Wenn der Sohn Gottes uns frei macht, sind wir in Wahrheit frei.
sei frei in deinem Haus. 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 Sei frei in deiner Familie. Sei frei in deinem Körper. Sei frei in deiner Gesundheit. Sei frei in deine Gedanken. Jede Hexerei, die sich gegen dich eingelegt hat, gegen dein Haus eingelegt hat, um deine Familie zu zerstören, um dein Leben zu zerstören, wir treten gegen die Werke der Hexerei und wir brechen die. Wir zerstören die. Die Werke der Schlange werden zerstört. Die Werke der Schlange werden zerrissen. Die Werke der Schlange werden ausgerissen aus deinem Leben, Namen Jesus Christus. Danke, Vater, dass du ihn aus der Werke der Finsternis rausgeholt hast. Danke, Vater, dass du ihn freisprichst. Danke, Vater, dass du den Preis bezahlt hast. Danke, Vater, dass er leben wird und nicht sterben, um Zeugnis zu geben. Der Tod wird kein Macht mehr über dein Haus haben. Der Tod wird kein Macht mehr über deine Familie haben. Der Tod, die Werke des Todes sind gebrochen. Die Bündnisse, die Abkommen, die gemacht wurden, um dein Haus zu zerstören. Diese Abkommen, wir stehen dagegen als Gemeinde Gottes und wir brechen, wir lösen dich von diesen Abkommen im Namen Jesus. Diese Hexenabkommen sind gebrochen im Namen Jesus. Egal wer diese Abkommen abgeschlossen hat, wir stehen als Gemeinde und wir brechen diese Abkommen. Wir zerstören diese Abkommen. Durch das Blut des Lammes. Das Blut des Lammes, rede Gerechtigkeit, rede Freiheit, sprich Freiheit über dein Leben, deine Familie. Vater, wir segnen ihn. Wir sprechen, dass Regen in sein Haus fällt. Dass alles, was abgetrocknet wurde, dass die Bäume der Familie anfangen, Leben zu bringen, zu sprößen. Im Namen Jesus Christus. Ihr werdet nicht sterben, ihr werdet leben. 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 Wir sprechen Leben in deine Seele, in deinen Körper, in deinen Geist. Wir sprechen Kraft. Sei stark und mutig. Du willst durchbrechen von rechts und links, vorne, hinten. Du willst durchbrechen in alle Bereiche deines Lebens. Denn es ist deine Berufung, durchzubrechen. Es ist deine Berufung, erfolgreich zu sein. Wie Gott zu Josua sagt, sei stark und mutig. 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 Alles, was du vor dir siehst, als Umstände, sind Ablenkung. Deine Augen sind gerichtet werden an Gott allein. Schau nicht die Umstände, schau an Gott. Denn dein Erlöser lebt. Dein Erlöser lebt. Die Zeit kommt, wo er aufsteht. Du willst so durchbrechen. Du willst so einen gewaltigen Sieg erleben. Du willst die Situationen deines Lebens schauen. Du willst Gott die Ehre geben. Es wird für dich als Zeugnis. Gott sagte, diese Krankheit dient nicht, ist nicht, weil seine Eltern gesündigt haben. Diese Krankheit dient zum Gottes Herrlichkeit. Es gibt Situationen, die dienen zum Gottes Herrlichkeit. Amen. Halleluja, sei gesegnet. Du willst die Herrlichkeit Gottes erleben und sehen und proklamieren. Halleluja. Unser Gott ist gut. Amen. Wir wollen abschließen. Amen. Halleluja. Erheb die Hand und sag, Herr, ich als Priester und als König im Namen Jesus, ich bin geboren, um durchzubrechen. Ich bin geboren, um Befehle zu erteilen. Ich bin geboren, um zu regieren. Im Namen Jesus Christus. Ich nehme Stellung an. Alle Stellung, was du mir gibst, nehme ich, Vater. Im Namen Jesus Christus. Satan hat weder Macht, noch Kraft, noch Anteil an meines Lebens. Im Namen Jesus Christus. Ich werde nicht wanken. Ich werde nicht fallen. Jede Krankheit, der gegen mein Leben, gegen mein Haus, gegen meinen Ehepartner gerichtet ist. Ich komme gegen diese Krankheit und spreche die nichtig im Namen Jesus Christus. Vater, ich gebiete, dass die Schätze dieser Nation in mein Haus eintreten im Namen Jesus Christus. Ich proklamiere, dass in mein Haus ein Schatzkammer ist. Dass ich bin ein Segen für diese Nation. Ich bin ein Prophet für diese Nation. Im Namen Jesus Christus. Alle Waffen, die gegen mein Haus gerichtet sind, werden nicht gelingen. Im Namen Jesus. Jede Flüche, Hexenflüche, die gegen mein Leben, meine Ehe, mein Haus, meine Zukunft, meine Bestimmung, meine Finanzen gerichtet ist, jede dieser Flüche werden nicht gelingen.
im Namen Jesus Christus. Ich spreche die alle, nichts und nicht dich im Namen Jesus Christus. Im Namen Jesus, Vater, ich nehme jede Begabung an. Ich nehme jede Dienste, was du mir gegeben hast. Und ich trete in diese Dienste. Und ich trete in diese Begabung. Im Namen Jesus Christus. Ich danke dir, Vater, dass du mich auserwählt hast. Ich danke dir, Vater, dass du mich auserwählt hast. Dass du mich befreit hast. Dass du mich geheilt hast. Im Namen Jesus Christus. Jede Krankheit, der sich in die Welt bewegt, jede Seuche wird nicht in mein Haus eintreten. Im Namen Jesus Christus, ich sperre mein Haus durch das Blut des Lammes. Ich sperre mein Haus von jeder Werke Satan, von jeder Plage Satan, von jeder Krankheit Satan, von jeder Werke der Hexerei. Im Namen Jesus Christus, ich werde bestehen. Ich werde stabil sein durch das Blut des Lammes. Ich werde durchbrechen. Mein Haus wird durchbrechen. Meine Kinder werden durchbrechen. Meine Familie wird durchbrechen. Im Namen Jesus Christus. Im Namen Jesus Christus, im Namen Jesus Christus, auch wenn meine Kinder nicht im Glauben sind, ich proklamiere, dass meine Kinder Diener Gottes sind, dass sie zurück im Haus Gottes kommen werden, um gemeinsam Gott zu dienen. Denn es steht geschrieben, glaub, du und deine Familie werde errettet. Ich glaube, dass meine Familie erretten wird, im Namen Jesus. Der Friede Gottes wohnt in mir. In mein Haus. Der Friede Gottes ist mein Anteil. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. 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 Zweifel weg von mir. Ängste weg von mir. Menschenfurcht weg von mir. Scham weg von mir. Im Namen Jesus Christus. Amen. Gib den Herrn Applaus. Halleluja. 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 Gott segne dich mächtig. Wir sind Donnerstag um 19 Uhr hier. Und wir starten ab 1. Oktober 3 Monate Faste. Amen. Wir haben gesagt, während dieser 3 Monate, du musst mindestens 2 Tage pro Woche wählen, wo du fastest. Wenn du die ganzen Woche fasten kannst, ist okay. Aber mindestens 2 Tage bis 3. Es gibt Männer hier, die müssen 4 Tage die Woche fasten. Halleluja. Gott sei Dank. Amen. Sei gesegnet. Komm gut nach Hause. Wenn du online dabei bist, der Herr segne dich. Der Herr schenkt dir Kraft. Wenn du etwas erlebt hast, schick uns ein Zeugnis. Lass uns wissen, was du gerade durch diese Gebetszeit oder Wort erlebst. Wenn du Erkenntnis oder noch Ergänzung haben, kannst du uns schicken. Ihr habt unsere Kontakte. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe der Gemeinde, wo wir austauschen. Und wenn du Leute kennst, die Hilfe brauchen, leitet einfach den Link. Gib einfach die Kontakte weiter. Oder Gemeinde, die auch Unterstützung braucht, in prophetisch, im Gebet oder in Befreiung, in Fasten. Wir sind bereit, auch mitzukommen, mitzuhelfen. Und wenn die Gemeinde gerade durch verschiedene Schmerzen geht, wir sind bereit, auch unsere Team zur Verfügung zu stellen, damit die Gemeinde geholfen wird. Gott segne dich im Namen Jesus. Komm gut nach Hause.
thought all the king would leave his throne.